Einen schönen guten Abend. Einen Umsturz mit Waffengewalt soll eine Gruppe Reichsbürger in Deutschland geplant haben. Wie gefährlich ist die Szene in Österreich? Gegen FPÖ-Chef Kickl und weitere ehemalige blaue Minister wird wegen des Verdachts der Inseratenkorruption ermittelt. Und Gérard Depardieu muss sich wegen sexueller Gewalt vor Gericht verantworten. Ganz herzlich willkommen bei der ZIP 3. In Deutschland hat heute ein aufsehenerregender Prozess gegen eine mutmaßliche Reichsbürgergruppe begonnen. Die vor Gericht verlesene Anklageschrift klingt bizarr. Die Angeklagten sollen überzeugt gewesen sein, dass Deutschland von einer verschwörerischen Sekte pädophiler Eliten beherrscht werde. Mit einem Angriff auf Bundestag und Abgeordnete wollte die Gruppe einen gewalttätigen Umsturz herbeiführen. Marisi Engelmeier berichtet. Den Reichstag stürmen, um die Macht in Deutschland zu übernehmen. Was nach einer ungeheuren Vorstellung klingt, soll der konkrete Plan der Reichsbürgergruppe gewesen sein. Das ist eine wirklich neue Qualität von terroristischem Netzwerk, was wir dort vorfinden. Wir haben es hier, dem Sachverhalt, der jetzt vor Gericht verhandelt, mit etwas zu tun, was an das Herz der Demokratie geht. Vor Gericht steht jetzt der militärische Arm des Netzwerks. In knapp 3 Wochen sitzen dann die mutmaßlichen Redelsführer wie Prinz Reuß und eine ehemalige AfD-Abgeordnete in einem weiteren Prozess auf der Anklagebank. Ihnen wird die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen. Dabei sollen sie akribisch vorgegangen sein. Mehr als 1200 Waffen und 150.000 Munitionsteile sowie militärische Ausrüstung wurden bei dem Netzwerk gefunden. In einem Fall geht es auch um versuchten Mord. Ein mutmaßliches Mitglied hat bei einer Wohnungsdurchsuchung aus nächster Nähe auf ein Spezialkommando geschossen. Ein Beamter wird dabei schwer verletzt. Auch das beweist laut Staatsanwaltschaft, dass die Reichsbürgergruppe zum Äußersten bereit war. Das wollen wir jetzt vertiefen mit unserem heutigen Gast Ulrike Schießer. Sie ist die Geschäftsführerin der Bundesstelle für Sektenfragen. Einen schönen Abend, willkommen bei der ZIP 3. Guten Abend. Die Gruppe an Reichsbürgern, die da jetzt in Deutschland vor Gericht steht, war zum Äußersten bereit und hatte offenbar auch die notwendigen Waffen für einen gewalttätigen Umsturz. Sie beobachten jetzt die Szene von Staatsverweigerern in Österreich ganz genau. Gibt es da enge Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich? Ja, natürlich. Vor allem durch die sozialen Medien gibt es da schon einen starken Austausch. Wobei die Szene in Österreich trotzdem auch wieder ganz für sich noch einmal speziell ist. Im Sektenbericht 2023 ist ja zu lesen, dass die Gruppe der Staatsverweigerer nach einer eher ruhigeren Phase jetzt wieder verstärkt in Erscheinung getreten ist. Was können Sie uns sagen über die Aktivitäten? Also in der Zeit der Corona-Proteste haben sich die sehr stark mit dieser Bewegung vermischt. Also man kann sie jetzt gar nicht mehr so leicht herausholen quasi. Das ist das Vokabular der Staatsverweigerer wird jetzt in anderen Bereichen auch benutzt und sie sind einfach Teil dieser großen Protestbewegung geworden. Nicht mehr so sehr auf einzelne Personen oder einzelne Gruppen fokussiert. Man kann nicht mehr so, wie es beim Staatenbund war, sagen, das ist die Gruppe der Staatsverweigerer. Gibt es ein gemeinsames Ziel, wie eben auch in Deutschland, dieser gewalttätige Umsturz? Muss nicht unbedingt gewalttätig sein, wobei die Bewegung ein sehr starkes Aggressionspotenzial hat. Aber es geht schon darum, sich quasi aus den Fesseln des Staates zu lösen und so etwas wie eine ideale Gesellschaft ohne Regeln und ja, so, ohne staatliche Strukturen aufzubauen. Sie haben gesagt, es gibt nicht den einheitlichen Staatsverweigerer. Was sind das für Gruppen, die sich dort finden? Ja, sie haben dort einerseits Idealisten, die von einer besseren Gesellschaft träumen. Sie haben dort Frustrierte, die sich im Unrecht, also die den Eindruck haben, es ist ihnen Unrecht geschehen. Opportunisten, die die Geschichte einfach ausnutzen. Und Naive, die wirklich geglaubt haben, dass es genügt, sich aus dem Staat abzumelden und dann zahlt man keine Steuern mehr. In Deutschland bei diesem Mammutprozess stehen jetzt 27 Verdächtige vor Gericht. Einer der Anführer ist der Unternehmer Heinrich der 13., Prinz Reuß. Es gibt auch eine ehemalige Richterin und AfD-Politikerin. Das würde man ja sagen, das ist die Spitze der Gesellschaft. Warum kippen Menschen in diese Netzwerke hinein und hetzen dann auch noch andere auf? Ja, es ist dieser zum Teil gerade in der Pandemie sehr stark entstanden, dieses Thema meine Freiheit. Ich lasse mir von absolut niemandem irgendetwas sagen. Und da passen natürlich die Staatsverweigerer sehr gut, die sich sozusagen gegen alles und jedes querstellen. Und es ist schon so ein Gefühl von, es steht mir zu, ich habe es verdient, dass ich alles bekomme und ich muss mich nirgendwo unterordnen.
Würden Sie sagen, die heimische Szene ist auch besonders gewaltbereit und hat auch wie in Deutschland eben diese Waffen? Die Gewaltbereitschaft ist eher eine verbale, wo sehr heftig gegen Personengruppen gewettert wird. Wie weit es dann kippt, man merkt einfach insgesamt in dieser Szene der ganzen Verschwörungstheorien auch noch, das ist ja alles ein Mischmasch. Da wird sehr viel mit Katastrophen gearbeitet, Angst erzeugt, das Gefühl noch verstärkt, dass der Staat schlecht ist und dir was Böses will und du hast jedes Recht, dich dagegen zu wehren. In dieser Atmosphäre ist es schwer voraussehbar, was passieren kann. Es kann auch ganz friedlich weitergehen. Es kann sein, dass einzelne Personen in Gewalttätigkeit kippen. Es kann sein, wenn es einen Anlass gibt, dass in der ganzen Szene das massiver wird. Sagt Ulrike Schießer von der Bundesstelle für Sektenfragen. Das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Wieder einmal rufen Chatnachrichten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf den Plan. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Inseratenkorruption gegen Ex-Vizekanzler Strache, Medienherausgeber Wolfgang Fellner, aber auch FPÖ-Chef Herbert Kickl und andere ehemalige blaue Minister. Grundlage sind Chats zwischen Strache und Fellner, die bereits vor Monaten publik wurden. Unterhaltungen von Heinz-Christian Strache in einer FPÖ-internen Chatgruppe im Jahr 2019, in der unter anderem auch Herbert Kickl damals als Innenminister vertreten war, drehen sich um Abmachungen mit Medienherausgeber Wolfgang Fellner. Strache zeigt sich verärgert, dass der abtrünnige Freiheitliche Ewald Stadler statt Andreas Mölzer zu Gast im Studio von OE24 ist. Nachdem Fellner trotz Zusage, Stadler nicht mehr zu OE24-Diskussionen einzuladen, diesen heute wieder zur FPÖ-Beschimpfung eingeladen hat, sollten wir die Inserate bei ihm einstellen. Fellner verteidigt sich später, Mölzer wäre auf Urlaub gewesen. Ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Etwas mehr Dankbarkeit und Kooperation wäre angesagt, wenn ich Ihren Wunschdiskutanten sofort auf den Sender hole. Später schreibt Strache in die Gruppe: Bitte weiter bei Fellner schalten. Wir haben es geklärt. Er kommt uns entgegen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte, wie aus Akten hervorgeht, keine Ermittlungen einleiten. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien ist anderer Meinung und gibt eine Weisung. Es sei sofort ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, um die Causa nicht verjähren zu lassen. Die FPÖ betont, Werbeaufträge an Medien seien ausschließlich aus sachlichen Gründen vergeben worden. Weil man politisch nicht gegen die FPÖ ankommt, brechen nun alle Dämme und es ist jedes Mittel recht, um die FPÖ in den Dreck zu ziehen. In diesem Fall erledigt die von der ÖVP unterwanderte Oberstaatsanwaltschaft Wien dieses schmutzige Geschäft. Auch Wolfgang Fellner weist alle Vorwürfe strikt zurück. Der Vorwurf der Inseratenkorruption ist völlig absurd und kann mich auf keinen Fall treffen. Heinz-Christian Straches Anwältin betont gegenüber der ZIP 1, dass dieser noch nicht von den Behörden informiert wurde. Gleichzeitig gibt sie sich überzeugt, dass das Verfahren schlussendlich eingestellt wird. Von der Ukraine bis hin zum Krieg im Gazastreifen ist zu beobachten, wie neue technologische Entwicklungen die Kriegsführung verändern. Schon jetzt werden Drohnen zum Töten eingesetzt. Und der Einsatz der künstlichen Intelligenz bietet weitere erschreckende Möglichkeiten. Bei einer internationalen Konferenz in Wien wird gerade darüber beraten. Moderne Waffen werden immer präziser, effizienter, tödlicher. Und sie werden immer unabhängiger vom Menschen. Auch dank künstlicher Intelligenz, die selbst den Kaiser blass werden lässt. In der Wiener Hofburg wird heute vor diesen Entwicklungen gewarnt. Jan Tallinn ist Programmierer und Investor und war schon an der Entwicklung von Skype beteiligt. Heute widmet er sich ganz dem Thema der künstlichen Intelligenz. If countries are in arms race when it comes to AI. Wenn Länder einen Rüstungswettlauf beginnen, besteht das Risiko, dass die Menschheit vernichtet wird, gerade weil künstliche Intelligenz immer schlauer wird als wir Menschen. As it gets smarter than humans. Bekannt ist, dass die israelische Armee im Gazastreifen bereits künstliche Intelligenz einsetzt. Künstliche Intelligenz wird hauptsächlich auf dem Gefechtsfeld im Moment eingesetzt, um Entscheidungsprozesse bei der Zielauswahl zu beschleunigen. Daher kann man eine größere Anzahl von Zielen auf dem Gefechtsfeld bekämpfen innerhalb kürzerer Zeit. Tatsächlich hat sich in den ersten Wochen des Krieges die Zahl der Angriffe im Vergleich zu früheren Konflikten vervielfacht. Österreich will jetzt einen Versuch starten, dass sich Länder auf gewisse Regeln einigen. Wir kennen alle die Filme Terminator, wir kennen Matrix und andere. Damit wollen wir nicht konfrontiert werden.
Und wir müssen Regeln schaffen, bevor die Killerroboter die Schlachtfelder dieser Welt überfluten. Doch ähnlich wie im Kalten Krieg ist das Misstrauen auch heutzutage groß. Einige Länder, wie zum Beispiel Russland, haben bisher wenig Interesse gezeigt, sich an solchen Initiativen zu beteiligen. Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu muss sich vor Gericht verantworten. Gegen ihn wird Anklage wegen sexueller Übergriffe erhoben. Zwei Frauen haben Anzeige erstattet. Es sind keineswegs die ersten Vorwürfe. Doch lange hat ihn die französische Filmbranche geschützt. Jetzt wird aber die Justiz tätig, berichtet aus Paris Cornelia Primosch. Er war der Stargast im Polizeikommissariat im 14. Pariser Arrondissement. Stundenlang wurde Gérard Depardieu einvernommen. Nun wird Anklage gegen den 75-jährigen Schauspieler erhoben. Das Monument des französischen Films und auch des französischen Selbstverständnisses muss sich im Oktober vor Gericht verantworten. Depardieu soll zwei Frauen am Filmset sexuell bedrängt haben. Die Vorfälle gehen auf die Jahre 2021 und 2014 zurück. Die Frauen hätten schon vorher Anzeige erstatten können. Nein, jetzt finden die Frauen endlich den Mut, sich zu äußern, weil sich auch andere gemeldet haben. Mehr als 20 Frauen wagen es mittlerweile in den Medien und vor der Justiz gegen Depardieu auszusagen. Es laufen auch Ermittlungen wegen des Verdachts auf Vergewaltigung. Gérard Depardieu selbst hat in einem Zeitungsartikel kategorisch ausgeschlossen, Frauen gegenüber jemals gewalttätig gewesen zu sein. Jahrelang wurden die Anschuldigungen gegen Gérard Depardieu nicht ernst genommen. Zuletzt hatte sogar Präsident Macron noch schützend die Hand über diese Größe des französischen Films gehalten. Die Justiz zeigt jetzt aber, dass selbst für den legendären Schauspieler die Prinzipien des Rechtsstaats gelten. Berichtet Cornelia Primosch und wir haben jetzt noch ein ganz besonderes Musikalbum für Sie von Ann-Kathi Koy. Die Wahlwienerin ist bekannt für ihre ekstatischen Live-Auftritte sowie ihre facettenreiche Stimme. Und nun hat sie eben ihr erstes Album seit 5 Jahren veröffentlicht. Florian Kölsch hat es schon gehört. Du bist ihre neuen Lieder hat Ann-Kathi Koy im Wiener Konzerthaus präsentiert. Pikant ist der Titel ihres mittlerweile dritten Albums. Auf der Bühne trägt die gebürtige Bayerin ein Kostüm, das vom Harlekin inspiriert ist. Die tollste Eigenschaft, die der Harlekin hat, er darf immer die Wahrheit sagen. Er ist nämlich so verrückt, dass er quasi alles sagen kann, ohne dass er irgendwie befürchten muss, dass es Konsequenzen hat. Für Pikant hat die Musikerin erstmals deutschsprachige Songtexte geschrieben. In den Liedern wird etwa die Liebe verhandelt und das in all ihren Facetten. Das Album trumpft mit strahlenden und zugleich ungewöhnlichen Popsongs auf, Anleihen an die 1980er inklusive. Es war einfach so ein androgynes Jahrzehnt, ein weirdes Jahrzehnt, ein bisschen grotesk und ein bisschen absurd und so, immer so ein bisschen drüber. Und dieses bisschen drüber, das bin ich auch. Und ich glaube, das finde ich so geil. So tief, dass ich mich verarscht verliebe. Das Wetter ist weiter ganz auf Sommer eingestellt. Hier die Einzelheiten. Auch morgen ist es meist sonnig, teilweise wolkenlos. In Westösterreich entstehen am Nachmittag aber doch dichtere Wolken. Vielerorts muss man mit recht kräftigem, föhnigem Südwind rechnen und das bei sommerlichen Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad. Auch am Mittwoch, am Staatsfeiertag, ist es teils sonnig und warm. Danach wird es unbeständig und kühler. Richtung Wochenende zeigt sich dann wieder öfter die Sonne. Das war's von der ZIB 3. Danke, dass Sie mit dabei waren. Von uns allen noch eine schöne gute Nacht und bis morgen.